Spurensuche im Supermarkt. Unser Verdacht? Hinter immer mehr Eigenmarken stecken Hersteller bekannter Markenprodukte. Gleiche Qualität, teuer bezahlt. Finde ich schon teilweise ganz schön happig dafür, dass das Gleiche drin sein soll, ne? Schnell enttarnt, ja, Bockwürste für 1,39 Euro als Rewe-Eigenmarke und von Böck Lunder für 2,39 Euro. Buttertoast als Eigenmarke für 79 Cent und von Harry für 1,29 Euro. Schon beim Einkauf der erste Hinweis. Auf den Packungen finden wir dieselben Hersteller oder Adressen. Markenprodukt oder Eigenmarke? Schmeckt man da überhaupt einen Unterschied? Also schmeckt fast genauso. Ich würde sagen, die schmecken beide gleich. Oh Gott, sind beide furchtbar. Wer das Geheimnis der günstigen Eigenmarken kennt, kann viel Geld sparen. Wir haben jeweils 8 Produkte eingekauft und die Preise verglichen. 11,54 Euro kosten sie als Eigenmarken. Die Markenware bei gleicher Menge 17,58 Euro. Rund 6 Euro teurer. Doch wie lassen sich die Hersteller herausfinden, wenn sie nicht draufstehen? Bei tierischen Lebensmitteln wie Milch oder Fleisch ist es noch einfach. Hier verrät ein solches Identitätskennzeichen, ob Markenprodukt und Eigenmarke aus demselben Betrieb kommen. Oft ist es aber komplizierter. Der Feiertagsmandel-Bienenstich von K-Klassik für 4,49 Euro ist von Goldstein, eine Eigenmarke. Schon mal gehört, die Firma? Nein, noch nie. Goldstein, nee, sag mir jetzt so nichts. Was ist das für eine Firma? Wir besuchen Markendetektiv Stefan Duporn. Er betreibt die Webseite Wer zu wem? Das Who is Who deutscher Firmen und Marken. Nach Goldstein recherchiert Duporn im Online-Bundesanzeiger. Hier sind Geschäftsberichte von Firmen einsehbar. Die Spur führt zu Dr. Oetker. Dem Konzern gehört auch Koppenrad und Wiese, Hersteller der Meistertorte Mandelbienenstich, für 5,99 Euro, 1,50 Euro teurer. Und verdächtig ähnlich. Tiefkühltorten macht eigentlich nur Koppenrad und Wiese. Nun ist es halt so, dass Dr. Oetker Koppenrad und Wiese übernommen hat. Und somit ist es letztendlich so, dass diese Torte hier auch von Koppenrad und Wiese hergestellt wird. Das hängt auch damit zusammen, dass man für diese Torten spezielle Produktionsverfahren braucht, also Anlagen, auf denen man das herstellt. Und das kann halt nur Koppenrad und Wiese. Wir fragen beim Hersteller nach. Selbe Fabrik? Antwort: ja. Aber die Rezepturen sind verschieden, schreibt Koppenrad und Wiese. Stimmt, in der Markentorte stecken mehr Fett und Zucker. Aber schmeckt man das auch? Da wäre mir jetzt auch egal, welchen ich nehmen würde. Also, ich schmecke keinen Unterschied. Da sind die Mandeln fester, dass man ein bisschen mehr kauen muss. Man ein bisschen merkt, das andere war ein bisschen sehr weich oder weicher. Dies schmeckt künstlicher. Unsere Stichprobe Markenprodukt gegen Eigenmarke ergibt unentschieden. Wir haben noch einen Kandidaten. Diese Forellenfilets von Krone und von der Rewe-Eigenmarke Ja. Der Preis 2,19 für die Marken und 1,79 für die Ja-Filets. Ein Blick auf die Ja-Packung verrät, auch sie sind von Hersteller Krone. Wir machen wieder den Test. Dieses Mal mit Fischfeinkosthändler Sebastian Bayer. Schmecken beide gleich. Kann ich nicht sagen, was davon irgendwie Markenprodukt sein soll oder nicht. Also beide haben den gleichen Salzgehalt, beide haben die gleiche Konsistenz. Das zweite Filet ist ein bisschen dicker, schmeckt dadurch ein bisschen saftiger. Also wenn es das wäre ein kleines bisschen das Hochwertigere. Sonst kein Unterschied. Krone bestätigt, beide Forellenfilets stammen aus derselben Produktionsstätte. Allerdings würden für das Markenprodukt nur die besten und schönsten Filets handverlesen ausgewählt. Wir haben einen weiteren Verdacht. Auch diese Waffeln sind Zwillinge. Direkt nebeneinander sehen alle gleich aus. Doch die Eigenmarke Biscotto kostet bei Aldi Nord 71 Cent pro 100 Gramm. Die Waffeletten von Balsen dagegen 1,99 Euro für die gleiche Menge. Markendetektiv Stefan Duporn recherchiert. Ist Biscotto etwa Balsen?
Also hier stellt man fest bei dem Biscotto Schokowaffelröhrchen, dass die letztendlich auch zu Balsen gehören. Ob die nun auf der gleichen Anlage produziert werden oder nicht, das kann man nicht sagen. Wir hacken nach bei Balsen. Stammen die Röllchen aus derselben Fabrik? Kein Kommentar, heißt es bei der Keksfirma. Es handelt sich aber um zwei unterschiedlich hergestellte Artikel. Was wir finden? Minimal verschiedene Nährwerte. Doch lassen sich diese Feinheiten überhaupt schmecken? Wir fragen Armin Vallée von der Verbraucherzentrale. Er ist Lebensmittelchemiker. 2% mehr Fett und 1% mehr Kohlenhydrate, das kann man nicht schmecken. Denn so ein Produkt, da ist ja eher auch durch das Aroma, das hier drin ist, werden die Unterschiede eher kreiert und nicht 1% Zucker mehr oder weniger. Eine kleine Stellschraube, aber enorm hilfreich für die Markenhersteller. Man hat eigentlich im Prinzip das gleiche Produkt, macht kleine Änderungen und kann so behaupten, naja, das ist ja kein identisches Produkt. Der Markenkäufer ist in dieser Illusion gefangen und sagt, okay, ich habe hier ein tolles Produkt und das No-Name-Produkt ist ja anders. Wozu dann also noch teure Markenware kaufen, wenn es Qualität doch viel günstiger gibt? Man stelle sich mal die Situation vor, man möchte seiner Mutter zum Geburtstag Pralinen schenken. Sagt man dann, okay, ich greife jetzt wirklich zum rationalen Handelsmarkenprodukt oder aber greife ich nicht dann doch zur Markenware, um auch meiner Mutter zu demonstrieren, du bist mir wichtig. Auch After Eight ist ein beliebtes Mitbringsel. Für 1 Euro pro 100 Gramm gibt es die Markensüßigkeit und für gerade mal 63 Cent Pfefferminztäfelchen von Netto. Die Verpackungen ganz schön ähnlich. Wieder derselbe Hersteller. Das Original stammt von Nestlé. Ganz große Marken wie Nestlé, Ferrero, Unilever und Procter & Gamble, die produzieren halt einfach keine No-Names. Hier steht halt nur drauf, hergestellt für Netto-Markendiscount. Und das ist natürlich für den Verbraucher schwierig, weil er eigentlich nicht weiß, wo kommt das Produkt her. Selbst Markendetektiv Duphorn kommt hier nicht weiter. Wir fragen nach bei Netto. Wer ist der Hersteller? Eine Antwort auf diese Frage bekommen wir leider nicht. Telefonisch haken wir nach und erfahren nur, die Verpackungsangaben entsprechen den gesetzlichen Vorgaben. Ein unnötiges Versteckspiel, sagen Verbraucherschützer. Es ist in der Tat möglich, einen Verkäufer auf die Packung aufzudrucken als Verantwortlichen und nicht den Hersteller. Und das sehen wir ein Problem für die Verbraucher. Wir wollen, dass Verbraucher wissen, wer die Produkte herstellt. Doch beim zuständigen Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hält man die Gesetzeslage für ausreichend. Die ermögliche es Verbrauchern, sich immer an einen Ansprechpartner bei Fragen oder Beschwerden wenden zu können. Markenexperte Oliver Erichiello kennt die Gründe für die Geheimniskrämerei. Manche Marken sind so stark, dass in dem Moment, wo ich weiß, dass das Handelsmarkenprodukt aus diesem Hause kommt, ich sofort sage, ach, wenn die das machen, warum sollte ich dann das Markenprodukt kaufen? Markenprodukte sind nicht automatisch besser. Viele Eigenmarken können problemlos mithalten. Am Ende entscheidet der Geschmack. Zur kompletten Sendung geht's übrigens hier. Und mehr Marktcheck-Videos bekommt ihr hier. Und wenn ihr Lust habt, unseren Kanal zu abonnieren, klickt einfach hier.